Hallo liebe Schachfreunde, willkommen auf meinem Kanal Schachtraining für Amateure. Wenn Sie Schach besser spielen und verstehen möchten, dann sind Sie hier genau richtig. Heute möchte ich über Entwicklungsforschung sprechen. Das ist eine Art von dynamischer Vorteil. Ich habe schon da ein Video aufgenommen, so, das ist ein Video, wo die Dame zu viele Züge in ihrer Hoffnung gemacht hat, um sich zu entwickeln, hat zu viele Züge gemacht. Aber diese Regeln gilt für auch andere Figuren, da muss man nicht ohne Not also in ihrer Hoffnung mehrmal eine Figur ziehen. So. Es gibt so drei wichtigste Aufgaben in ihrer Hoffnung. Erstmal so schnelle Figurentwicklung, dann Zentrumkontrolle und Königssicherheit. Und Königssicherheit ist sehr wichtig. Und wenn man so Gegner versucht, einfach mehr Züge mit einer Figur zu machen, dann führt das oft zum Zeitverlust und könnte Auswirkungen haben für Königssicherheit. Ich möchte eine kurze, aber sehr interessante Partie zeigen, das ist lehrreich, wo eigentlich ist ein bisschen ungewöhnlich, wo eine stärkere Spieler gegen etwas gegen jüngere und elo-mäßig schwächere Spieler verloren hat. Also wenn man dann nicht die Namen oder auf die Koeffizienten angeschaut hätte, hätte man so denken, das wäre das umgekehrt. Aber ist mal so, dass es auch gute Leute, gute Spieler haben einfach schlechte Zeiten, so, das ist irgendwie schlechte Tagesform. Okay, schauen wir diese Partie jetzt genau an. Also mit Weiß hatte eine erfahrene russische Instrumentmeister gespielt mit Zahl 2407, ist schon 9, Entschuldigung. Das ist mit schwarzen Steinen, ich habe meine Schule gespielt, Friedrich Becker war übrigens deutscher Meister U18 in 2007. Also, Beispiel hier E4, C5, Springer C3, also das ist so ein geschlossenes Sizilianer. Das zeigt, dass Weiß möchte nicht unbedingt auf theoretische Duelle sich einlassen und spielt einfach etwas bescheiden, E6, E4. Schwarz spielt hier D7, D5, also Kämpf um die Mitte. Jetzt haben wir auch so eine Spannung, da muss man die Weiß diese Spannung lösen, so, aber Weiß erstmal entwickelt seine Figur, Spenker F3, Bauer schlägt auf E4, Spenker schlägt D4. Bis jetzt ist alles normal. Also Weiß hat hier eine Verposten auf E5, Schwarz hat Verposten auf D4. Also Verposten, das ist ein Feld, der auf halboffener Linie steht und ist normalerweise für vierte oder fünfte Linie. Es ist auch so wichtig, diese Verposten zu kontrollieren. Springer C6, also Schwarz schaut also auf Feld D4. Ich denke, die hier besser und Zug ist hier Löffel B5, hier wird oft gespielt, aber Schwarz noch Löffel D7, Rochade, Springer M6 hat keine großen Probleme, sondern das Beispiel hier aber G3. So gibt es so den Zug auch. Schwarz antwortet hier mit Springer M6 und Weiß spielt hier Springer F2, das ist eigentlich ein Zug, der auch mir schon nicht gefällt. Also das ist, obwohl das wird oft gespielt, also Weiß also hatte langfristig also Idee, also Verposten zu kontrollieren. Das ist normalerweise ist nicht schlecht. Schwarz setzt aber auf schnelle Entwicklung. Er entwickelt seine Läufer auf D6 im Zentrum. Und bei Gelegenheit möchte so hier also E6, E5 schon durchbringen. Jetzt Weiß muss damit rechnen so.
und spielt hier Weiß Springer D3. Also das möchte G5 verhindern. Es ist verständlich, aber Springer sieht schon, macht schon vierte Zucker. Also das bedeutet, im Moment, wenn wir einfach Tempel zählen würden, dann Schwarz hat drei Tempel, drei entwickelte Figuren gegen zwei. Also das ist schon gut für Schwarz. Also Schwarz macht hier auch Schade. Und das Problem ist, Schwarz auch droht mit C5, C4 unter Umständen. Das Weiß muss schon hier, ja, das tut sich ein bisschen schwer. Also wenn zum Beispiel er ganz normal spielt Löwe G2, also normale Entwicklungszug wäre, dann kommt damals C7. Und jetzt Weiß ganz schwer Zug E5 verhindern, also C4, also muss Spenge wegziehen, nach E5 kann ich ziehen, Schwarz hat dann mehr Schläge. Und Schwarz spielt hier E6, E5, macht also weg vom Löffel frei, greift das Zentrum an und stellt einfach hier besser unter Kiva. Also das ist irgendwie, kann man schon über Vorteil von Schwarz sprechen, wegen besserer Entwicklung. Und auch Weiß hat hier auch strukturelle Probleme. Also konnte wie eine Schwäche auf der Linie entstehen, so, und hat weniger Raum. Also Schwarz steht hier ganz gut. Beispiel hier B3. Also jetzt haben wir auch mehrere Merkmale. Deswegen ist wichtig immer wichtige Motive zu verfolgen. So, das ist, was ist hier schlecht bei Weiß? Also Weiß hat schon hier viermal mit Spenge gezogen. Das bedeutet, hat er schon Zeit verloren. Und Schwarz hat hier vier, also entwickelnde Figuren. So Rochade, das ist eine davon. Also hat im Prinzip zwei Tempi mehr. Weiße König steht in der Mitte. Also das ist auch schon ein Zeichen, positiv für Schwarz. Und Turm 1 ist ungedeckt. Also ungedeckte Figur. Bei Schwäche im König, bei Schwäche im König ist schon auch so eine Marke so für Kombination. Und das einzige Positive, was hier bei Weiß ist, dass es Kontrolle über Feld D5, aber man hat hier drei Figuren, die das kontrollieren. Aber da steht auch König auf F1. Deswegen, weil Schwarz muss versuchen, also die Züge jetzt zu suchen, die einfach zum Stellkaufmachen bringen, führen würden. Jetzt überlegen Sie, was würde sich hier ein Zug spielen? Sie können ja wieder auf Pausen so stehen und so. Okay, wenn Sie Zug E6, E5 gefunden haben, Gratulation, ist sehr gut, weil jetzt weiß Schwarz schafft die Stellung aufzumachen und jetzt weiß bekommt Probleme mit König. Aber erstmal muss man so prüfen, taktisch, also warum F5 funktioniert. Also taktisch, weiß muss schlagen, weiß schlägt zurück. Und jetzt, wenn jetzt weiß da nehmen würde, dann Schwarz kann mit Löffel schlagen, Spenge E5. Im Moment hat weiß Figur mehr. Und nach Turm 8, also kommt Löffel B2. Es geht noch für Weiß. Aber Weiß spielt Dame D4, also Doppelangriff. Also Turm 1 ist angegriffen. Und jetzt eigentlich Weiß, Schwarz bekommt Material zurück und hat einfach starke Spiel gegen König. Also das ist so. Wie gesagt, Königlichkeit jetzt, steht immer auf der ersten Stelle. So. Und mit diesem langsamen Spiel, also Schwarz-Weiß hat viermal mit Figur gezogen, so jetzt kommt die Schwierigkeit. Also besserer Zug wäre vielleicht Löffel B2, kann man hier schlagen, so Springer C4, Dame D4. Also Stellung ist wahrscheinlich schon gewonnen, wegen unsicherer König. Also
Beispiel aber Löffel G2, aber das ist auch so irgendwie eine Art aufzugeben. Jetzt weiß hatte hier, Schwarz hat hier alles umsonst, also schlägt auf D3. Jetzt außer schlechtere König, der kann man jetzt nicht Sicherheit bringen, ist auch Bauer D3 schwach. Jetzt kommt Schach. Jetzt König muss wegziehen nach Dumme auch. Wenn König weggezogen gekommen hätte, dann Schwarz spielt Löffel E5 mit großer Vorteil. Also König F2 ist auch nicht toll. Also Schwarz jetzt spielt Springer G4 Schach. Jetzt bringt eigentlich König, wenn er G1 gegangen wäre, dann würde ich hier mit Löffel E5 Schwarz Partie entscheiden, weil nach Springer E5 kommt Dame D4 Schach und Matt nächste Zug. König F1 und nach Löffel E5, also hat hier Weiß schon aufgegeben, weil eigentlich, ja, das ist, wenn er so D3 so Weiß würde decken, dann kommt der Löffel, schlägt G3 und Schwarz hier gewinnt locker. Also das ist so eine kuriose Partie. Also das ist eigentlich, man kann man kaum glauben, dass das Weiß so mäßig gut ist, aber ist eine gute Spieler. Ja, wie gesagt, hat schlechte Tag erwischt, aber hat er hier wirklich sehr schwach gespielt. Aber nichtsdestotrotz kann man auch an dieser Partie viel lernen so und auch immer auf Hut sein, wenn man so Gegner die Regel verstößt. Da muss man so immer dann auch Schau halten auf taktische Schwäche bei Gegner und ihre König und dann versuchen mit zum Beispiel mit Zug W6 F5 Stellung aufzumachen und das Spiel zu beschleunigen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, geben Sie bitte Daumen und abonnieren Sie bitte den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen.